Ich kein Verlass auf YouTube. Moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Mann, YouTube versagt mal wieder, wenn man es mal braucht. Blöder Laptop. Ja, es liegt wahrscheinlich wirklich an meinem Laptop. Ich will mich hier nochmal ganz herzlich bedanken. Und moin Leute, was geht? Mein Name ist YouTube Gamescom auf der PlayStation 3. Willkommen so im Alltag in Real Life heute ganz normal entspannt. Wir reden über Geld. Zeige euch jetzt heute auch ein bisschen Geld, ein bisschen ein paar Geldbündel, ein paar US-Dollar, ein paar Kupfermünzen und ein paar coole Münzen auf jeden Fall. Festplatte werde ich löschen, Leute. Das ist der einzigste Weg da raus aus diesem scheiß Drecksproblem, was ich zurzeit habe. Ich werde Folgendes tun. Erst am Mittwoch wieder ein neues Video hochladen. Um 18, 19 Uhr gibt es ein neues Alltag in GTA 5. Was halte ich hier in den Händen? Ein kleines Geldbündel von 5 Euro Scheine sind ungefähr 95 Euro. Nicht besonders viel, aber damit kannst du dir was kaufen. Schauen wir uns aber die Währung mal ein bisschen genauer an. Was ist daran 5 Euro wert? Der Silberstreifen? Nein, nichts. Das Vertrauen. Jedes Geld, was von auf der Welt ausgegeben wird, das hängt von Vertrauen ab. Vertrauen aber kann ganz leicht gebrochen werden, wenn es mal irgendwo kriselt, irgendwo in der Wirtschaft. Das heißt, 5 Euro sind nur 5 Euro wert, weil wir Waren, Güter, Sachen produzieren, wie zum Beispiel Kuchen oder irgendwelche elektronischen Dinge. Das hier ist ein Dollar, ein US-Dollar. Oh ja, so sieht das aus. Nicht besonders spektakulär. Wer die Simpsons mal angeschaut hat, oder Mr. Krabs da, wie heißt die Sendung? SpongeBob Schwammkopf, da ist der Dollar ja enorm grün dargestellt. Aber er ist gar nicht so grün, sondern eher gräulich. Kann man jetzt auch mal ranzoomen? Ja, da haben wir's. Der Dollar, der Euro oder Münzen sind eigentlich nichts wert. Selbst diese Centmünzen bestehen nicht aus 100%igem Kupfer, sondern sind natürlich nur verkupfert und das alles auf einem Stahlrohling. Ja. Geld. Der Mensch ist besessen nach Geld. Er will immer mehr. Uli Hoeneß, FC Bayern. Ich muss, glaube ich, dazu nichts mehr sagen. Selbst den Verein FC Bayern, da muss ich dazu auch nichts mehr sagen. Sind halt einfach Geldvereine. Kann man halt nichts machen. Die ganzen Fußballspieler lassen sich ja auch von den Vereinen kaufen, weil die einfach nur Zaster wollen. Traurige Welt, aber so ist das nun mal. Hoffentlich hat es euch gefallen. Haut rein und bleibt mit treu. Bis Mittwoch. Und sorry für Real-Life-Videos. Mach sie ja nicht so gerne. Aber will euch einfach was bieten. Ciao.